an einer Schule im Deutschen Kaiserreich. Guten Morgen, Herr Dr. Bosch. Guten Morgen, wird Ihnen gleich vergehen. Frankreich haben wir mit 461.650 Mann in die Knie gezwungen. Was meinen Sie? Mit welcher Truppenstärke müssen wir die Engländer an der Küste bei Portsmouth überraschen? Bornstedt, ausgerechnet Sie. Na, da sind wir aber gespannt. Es heißt Portsmouth und nicht Portsmouth. Wie bitte? Portsmouth. Sie müssen die Zunge zwischen die Zähne legen. Portsmouth. Sind Sie verrückt geworden? Wer das TH nicht beherrscht, wird in England, entschuldigen Sie, wie ein Trottel dastehen. Was erlauben Sie sich? Hartung! Ihr Kollege Koch verleitet die Klasse zu solchen Unflätigkeiten. Koch? Ja, der wird's ja wohl wissen, der war schließlich 3 Jahre in England. 4 Jahre, Otto. Wer hat Ihnen erlaubt, während des Unterrichts miteinander zu sprechen? Koch, er weckt Umsturzgelüste in seinem Unterricht und versucht... Es stimmt doch gar nicht! Du bist doch nur beleidigt, weil du vorhin verloren hast. Ruhe! Also bei Wer wird Millionär hätte ich dann so per Ausschlussverfahren, wenn ich drüber nachdenke, natürlich schon ein bisschen so die Zeit richtig eingeschätzt. Und dann hätte ich gedacht, ja gut, der ist aus England gekommen. Ich hätte gedacht, irgendein Matrose aus Hamburg hat so eine Pille mitgebracht, hat auf dem Schiff angefangen zu spielen und hat es nach Deutschland gebracht. Irgendwie sowas. Und so mehr oder weniger die Zeit, wie gesagt, hätte ich schon, auf die hätte ich schon getippt. Aber wirklich überhaupt keine Ahnung, wer Konrad Koch war und dass in Braunschweig den ersten Verein gab. Und dass es so lange gedauert hat, bis Fußball erlaubt war. Und dass es in Bayern noch bis in die 20er Jahre ein Problem war, Fußball zu spielen. Und das Ton so der große Sportball, mein Gut, das auch das... Das wusste ich schon wohl auch noch aus dem Geschichtsunterricht. Aber dass es so massive Widerstände gegen den Fußball gab und dass der so als weibisches Getrete und Engländerkrankheit angesehen wurde, das wusste ich alles nicht. Defense! Hartung, du bist einer zu viel. Merkst du das nicht? Nein, es geht doch. 8 gegen 8. 7 gegen 8. 8 gegen 8. Yeah! Pass to me. Mr. Bornstedt. Come on. Ist der Schwertträger. Schon. Go. Mr. Bornstedt. Shoot. Bis morgen. Bis morgen. In dem Fall hat mich das zum ersten Mal richtig gefreut, dass ich mal ein Interview gegeben habe. Das war nämlich damals für die Süddeutsche und es ging über Fußball, es ging über den 1. FC Barcelona. Und das muss wohl so ein nettes Interview geworden sein, dass Anatol Nitschke, einer der Produzenten, mich anrief und meinte, ey, da gibt es einen Film über den Typen, der den Fußball nach Deutschland gebracht hat. Und da war ich natürlich sofort bei meiner Ehre gepackt als Fußballfan und hab so getan, als wüsste ich's. Und habe mich auch gefreut, dass er nicht weiter nachfragt. Und habe gesagt, das ist ja toll. Es wird ja eh mal höchste Zeit, dass ein Film über dich gemacht wird. Und dann haben die mir das Buch zugeschickt. Ah, ich habe den Umschlag aufgerissen und das Buch in einem Zug durchgelesen. Es kommt ganz selten vor. Und habe sofort angerufen und gesagt, ich will den Film machen. Ich bin stolz auf Sie. Sie sind eine richtige Mannschaft geworden. Und jetzt stellen Sie sich vor, dass jede Stadt, nein, jedes Dorf im Deutschen Kaiserreich eine Mannschaft hätte und diese gegeneinander spielen würden. In England gibt es das bereits. Jeden Sonntag werden dort Turniere ausgetragen und Hunderte, Tausende Menschen freuen sich darauf, diese Spiele zu sehen. Ob das auch in Deutschland möglich wäre? Es liegt in Ihrer Hand, die Delegation zu überzeugen. Mit diesem Spiel können Sie alles gewinnen oder alles verlieren. On your marks.
Ich bewundere Ihren Mut. Haben Sie an die Konsequenzen für die Schüler gedacht? Wo warst du? Lassen Sie mich sofort runter! Machen Sie die Zukunft meines Sohnes nicht kaputt. Mutter, du sollst das mal anschauen, wenn wir spielen. Du wärst stolz auf mich. In diesem Spiel können Sie alles gewinnen oder alles verlieren. Du kannst mich zu nichts mehr zwingen. Jeder, der diesen Raum verlässt, fliegt von der Schule. Der ganz große Traum. Demnächst im Kino.